Hi, ich bin David. Ich bin der Coach von der Mannschaft Some to Prove aus Thüringen. Wir sind eine deutsche Mannschaft und sind hier übers Wochenende nach Paris gefahren, um hier beim Playing in Paris mitzuspielen. Ich finde es vor allem sehr wichtig, nicht nur in sportlicher Richtung, sondern auch in der persönlichen Entwicklung, dass man einfach jungen Leuten die Chance gibt, mal die Welt zu sehen, aus seinem eigenen Land rauszukommen und einfach mal über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Ja, wir haben ein Spiel gewonnen und eins verloren. Das erste haben wir direkt gewonnen, da haben wir uns eigentlich gut gefühlt und dann im zweiten wurden wir aber überrascht. Natürlich haben wir auch gegen Ältere gespielt, also sie haben auch deutlich physischer gespielt als die Competition, die wir in Deutschland haben. Aber die Spiele haben viel Spaß gemacht und es war auch alles immer sportlich und fair. Definitiv hat die Erfahrung mir hier viel gebracht, aber also nicht nur basketballerisch, sondern auch einfach die ganze Stadt zu sehen. Das war sehr schön und basketballisch habe ich auch was gelernt. Ich finde, dass so ein Austausch sehr wichtig ist, dass man, sag ich mal, aus seinem eigenen Land rauskommt und die Welt sieht. Nicht nur durch Basketballspielen an sich, die Kultur und viele neue Erfahrungen, die man hier sammelt. Wie gesagt, es ist einfach großartige Erfahrungen und neue Menschen kennenlernen, das ist einfach klasse. Es ist bedeutend mehr Aufmerksamkeit beim 3x3 in Frankreich. Ich finde, das ist eine schöne Sportart fürs Olympische oder für die olympischen Sportarten, da das halt einfach ein deutlich schnellerer Sport nochmal ist und vielleicht auch ein bisschen zuschauerfreundlicher für die breite Masse als 5 gegen 5. Ich finde, es eröffnet viele Chancen, weil man im 3x3 nicht unbedingt zwingend im Verein spielen muss. Das heißt, man muss nicht immer den klassischen Weg gehen, über man fängt zum Beispiel als 10-jähriger Junge im Basketballverein an und arbeitet sich dann seinen Weg nach oben, sondern wenn man gut spielen kann und sich einfach beim ein paar guten Turnieren beweist, kriegt man sicherlich auch die Chance, einfach für sein Land zu spielen. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Wir sind hier beim Playing in Paris mit dem deutsch-französischen Jugendwerk und sagen Danke. Dankeschön für die Einladung. Merci beaucoup.